Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Demospiel. Heute spielen wir die Demo zu Ballern Wonderworld. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hier wollte ich auch noch mal eben kurz noch was ansprechen, bevor das richtige Video losgeht. Nämlich habe ich auf Steam eine Gruppe zum Demo-Dienstag erstellt, wo sowohl ihr als auch hier Entwickler selber, wenn sie Lust haben, ihre Ideen, was man mal spielen könnte am Demo-Dienstag, also was mal vorgestellt werden sollte, dass man das dort mal vorschlagen kann. Es ist auch für beides speziell eine Diskussion dort angeregt. Einmal für Community und einmal für Entwickler. Also wer Lust hat, sich da ein bisschen zu beteiligen. Link zu dieser Steam-Gruppe ist dann in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir Ballern Wonderworld. Wähle deinen Charakter. Eigentlich will ich immer lange Haare haben, weil ich das auch in Real habe. Ist egal, ob wir Leo oder Emma haben. Ich nehme jetzt mal Leo. Diesen hier. So, hier ist Intro-Video von dem Spiel, deswegen bin ich mal kurz ruhig. Usuetium. Demo Crew. Yai, Autonezu. Uryu Otosuo. Kasonin Leaf. Emit Rosasi. Thank you.
Okay, Leute, das Intro fand ich jetzt genauso schön wie ihr hoffentlich. Also den Typen fand ich cool und gleichzeitig gruselig. Ich glaube, es wäre egal gewesen, was für ein Charakter ich genommen hätte. Ich hätte, glaube ich, auch genauso gut das Mädchen nehmen können. Ich habe dieses Ding hier eingesammelt und ich weiß natürlich, was ich damit machen muss. Seht ihr, ich wusste, was ich damit zu tun habe. Hallo? Nehmen? Tschüss. Ich mache alles richtig. Ich habe übrigens kaum eine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Was wird sich hinter Tür Nummer 1 verstecken oder hinter Tür Nummer 2? Ich würde sagen, wir gehen hinter Tür Nummer 1. Und da finden wir... Okay, wir haben unser erstes Kapitel gefunden. Ich war es nicht, okay? Kurz für die, die sich fragen, wo ist das Spiel? Switch. Einfach in den eShop eingeben. Einen von euch will ich mir greifen. Kann ich nicht, okay. Ich denke mal, ich muss diese Dinger hier sammeln. Ganz genau weiß ich das selber nicht. Ich kann nur springen. Bisher zumindest. Was bist du? Okay, du bist eine Illusion. Okay, hab verstanden. Die großen sind 10 wert. Ich weiß noch nicht, wofür die nötig sind. Ich sammle das Zeug einfach mal. Hab einen Schlüssel und das da. Tornado Wolf. Ich hab ein Kostüm. Jetzt kann ich einen Wirbelsprung. Das stand zwar B, aber ich kann das auf jeder Taste gefühlt. Wofür brauche ich diesen Wirbelsprung? Ach, hätte ich doch nur mal gelesen, was da stand. Ach, um die Dinger kaputt zu machen. Okay. Also mein Job ist klar. All diese Dinger sammeln. Und was auch immer das für ein Secret gerade war. Nicht in die Spinnennetze. Okay, auch verstanden. Ich habe das Tor geöffnet. Und gehe hier rein. Ist da hinten auch noch was? Es gibt doch bestimmt Secrets. Hier sind noch ein paar von diesen pinken Dingern. Kann ich überhaupt so weit springen? Glaube nicht, ne? Nö, kann ich auch nicht. Dann respawne ich hier einfach, als wäre nichts gewesen. Nur, dass ich mein Kostümchen dabei verliere. Also ich glaube, es wäre wirklich egal gewesen, wen von den beiden ich genommen hätte. Sollte ich das Spiel hier dann richtig spielen, nehme ich halt einfach den anderen. Okay, ich soll durch den Spiegel laufen. Was ist das hier? Ich habe eine Statue erhalten. Je mehr Statuen du sammelst, desto mehr Welten kannst du besuchen. Ich verspreche, ich werde meine Reise auch dorthin buchen. Okay. Wie du meinst. Hier ist noch so ein dätzendes Viech.
Wer ist das? Die Dinger sind definitiv böse. Drauf springen? Ja, einfach Mario spielen. Okay. Ich hab geraten, okay? Häschen, brauche ich dich auch noch für irgendwas? Wie komme ich da ran? Ich verstehe nicht, warum ich nur hüpfen kann als Fähigkeit. Warum habe ich nicht auch noch andere Fähigkeiten? Hier ist der Hase, aber dafür brauche ich erst den Schlüssel. Der liegt hier. Jetzt habe ich den Hasen wahrscheinlich. Ah, okay, der kann so ein bisschen in der Luft rumgeistern. Ich habe jetzt so gesehen einen Yoshi-Sprung. Okay, ich will den Kristall. Dann wechseln und das kaputt machen. Und schon habe ich eine weitere Statue. Es gibt, glaube ich, 8 pro Level. Ich finde es schön, dass die da im Hintergrund so die ganze Zeit am Dancen sind. Genau so geht es in meinem Kopf ab, Leute. Genau so. Und nicht anders. Da ist ein Knopf. Hab ihn gedrückt. Hier ist ein Hut. Hallo? Du hast mich gefunden, Jungspund. Viel Spaß, denn jetzt geht es rund. Nutzt du meine Kräfte gut, zauber ich was Tolles aus meinem Hut. Was macht er jetzt? Ah, okay, ich soll B drücken, wenn die Silhouette passt. Perfekt. Okay, gedrückt, immer wieder drücken, wenn viele erscheinen. Hab's geschafft. Okay. Was ist meine nächste Aufgabe? Ich bin scheiße. So, fantastisch. Ja, ich habe einmal viel zu früh gedrückt. So, und was ist jetzt hier? Die hüpfen da rein. Oder? Nee. Ein halbes Herz. Ich muss mich übrigens entschuldigen, das ist kein Hase, das ist ein Känguru. Der Mann, der gegen den Sturm wettert. Okay, die Kostüme behält man. Da vorne ist ein neues Kostüm. Die Gummiblume. Ich kann B gedrückt halten, um mich zu dehnen. Was ist denn das für ein komischer Schmarrn?
Warte mal. Dachte ich mir doch. Einfach gegenspringen. So Leute, wer nennt's schon von euch mit den Biestern? Da vorne ist wieder so ein Teil zum Mitnehmen. Ich muss erstmal irgendwo einen Schlüssel finden. Das Lilane ist wahrscheinlich Gift. Oh, hier ist eine Statue. 4 von 8. Okay, wenn wir diesmal übrigens den Hut finden, versuche ich es anständig zu machen. Da ist auch nochmal so ein Teil. Komme ich da irgendwie rüber? Ja, so. Ich habe den Fußballer. Oh, das ist eine Herausforderung. Okay, sie soll auf diese gelben Dinger wahrscheinlich schießen. Perfekt. Und... ja, geht so. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse ich habe. Ich habe 3 Schüsse, okay. Dann versuche ich da nochmal so einen richtig geilen Schuss zu machen. Der war perfekt. Es geht wahrscheinlich besser. Das war auch nur ein vorübergehendes Kostüm. Okay. Dann wieder hier rüber. Also die Spielmechanik, die finde ich ja eigentlich schon interessant. Und ich liebe diese tanzenden Dinger. Es geht original so in meinem Kopf ab. Ist da wieder so eine Herausforderung? Nee, delikater Drache. Sammelt man wirklich alle und verliert irgendwann welche? Man kann maximal 3 dabei haben. Pam. Muss ich mir merken. Man kann nur 3 dabei haben. Wahrscheinlich muss man das dann auch noch irgendwie sich so einrichten, dass man speziell ein Kostüm wahrscheinlich von Level 8 irgendwie zu Kapitel 1 bringt, um irgendwelche Secrets zu finden. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Das ist eine merkwürdige Art und Weise, einen Schalter zu betätigen. Warum kann es nicht einfach nur der Knopf sein? Wahrscheinlich würde da der Fun fehlen. Ich bräuchte mal einmal ein bisschen Langbein. Oder Langtorso. Tift ist auch ganz gut. Kann ich hier hoch? Nö. Aber zumindest kommt man da drüber. Ich nehme mal den Schlüssel mit. Dann habe ich zumindest einen. Okay, das ist ein Checkpoint. Guck mal, hier ist noch so ein neues Viech. Was ist der denn? Okay, da war wieder gegenspringen. Wie und wo ist, glaube ich, egal. Hauptsache dagegen. Da oben ist auch noch so ein Teil. So komme ich da aber nicht hoch. Vielleicht als der... als das Känguru. Oh, da ist der Hut. Irgendwie muss ich da dran kommen. Ja. Mein Hut. Dann komm, Mr. Galan.
Wir wissen ja jetzt schon, wie es geht. Immer auf die Silhouetten achten. Das war fantastisch. Ja, ich war schlecht. Ich dachte, ich muss jetzt wieder abwarten. Und fantastisch. Einmal noch. Fantastisch. Kabumm. Nee, es geht aber besser, ne? Nein, warte da mal, da hätte ich lang gemusst. Da ist auch noch was. Jetzt mal hier die Sachen einsammeln. Das kaputt machen. Hier kommt man nicht raus. Das wäre wahrscheinlich der Weg rein. Besiegt. Perfekt. Was mache ich damit? Einfach nur doof angucken. Okay. Das klingt auch nach einem guten Plan. Känguru. Okay. Das muss ich wieder kaputt machen. Dann kann ich hier rein. Werde zu der Pflanze und sammle die Dinger hier auf. Dann hau ich da meinen Kopf gegen. So, jetzt machen wir das kaputt. Nehmen den Hasen. Klettern darüber. Und sammeln. So wäre der Sprung auch gegangen. Ja, und ihr dänzt euch weiterhin ab. Oh, da ist schon wieder ein Schlüssel. Das heißt, hier ist irgendwo was. Da. Da vorne. Falsche Test. Ah, der Drache kann nicht springen. Macht auch irgendwo Sinn. So. Ich denke mal, die beiden brauche ich hier noch. Das Bleischwein. Jetzt kann ich so gesehen eine Arschbombe machen. Und das flattert auch so ein bisschen. Da ist ein Schalter. Habe ich aktiviert und ich habe die Kugel gesehen, deswegen renne ich. Ich denke mal, das ist eine verfolgende Kugel. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass ich hier eine halbe Stunde dran sitze, um ehrlich zu sein, an dem Spiel. Also bis zu diesem Zeitpunkt sind es 27 Minuten, bei mir zumindest. So, wo ist das Ding zum Draufstampfen? Da vorne. Okay, dann haben wir nämlich die nächste Statue. Nein! Oh. So, hab's eingesammelt.
Weiter geht's. Auf beiden Seiten sind diese Kristalle. Ich sammle so viele, wie ich kann. Ich gebe mir Mühe. Da muss ich irgendwie anders, glaube ich, hoch. Nur wie? Hier ist wieder so ein Teil. Jetzt habe ich den hier. Ich glaube, ich hätte die Kiste noch nicht kaputt machen dürfen. Jetzt kommen ja die Dinger da oben nicht dran. Und was haben wir hier? Was Böses. Freeze! Die Dinger können sterben. Okay, ich muss auf diese Wirbelstürme aufpassen. Pam. Ich gebe ihn einfach eine mit. Pam. Habe ihn besiegt. Okay. Das ist zwar Level 2. Ich weiß jetzt nicht, wie viel noch kommt. Das können wir überspringen. Wir wissen ja, was passiert. Wir haben das Ding jetzt. Jetzt gehen wir da rein. Okay. Und damit haben wir diese Welt offenbar wiederhergestellt. Man kann hier höchstwahrscheinlich auch noch mehr schaffen. Okay. Ein älterer Mann, der eine Farm pflegt. Der mit einem Gewitter konfrontiert ist. Einem Taifun oder einem Tornado. Und das zerstört ihn natürlich die ganze Ernte. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich das Spiel jetzt eine halbe Stunde hier spiele. Ich dachte, maximal 20 Minuten. Es tut mir leid für die, die was Kürzeres erwartet haben heute. Das ist auf jeden Fall der Böse in dieser Geschichte. Was ist mit ihm passiert? Er ist jetzt so gesehen mein Bossgegner, oder wie? Ich glaube, ich lade das heute als Premiere hoch. Boah, Schlüssel. Wo sind Schlüssel? Da ist ein Schlüssel. Ich hab das Spanferkel. Ich habe ihn eingegeben. Und auch was immer das andere ist, ich nehme es. Ah, okay. Das erklärt, was ich jetzt vorhabe. Tschüss. Das war einfach. Da ist noch ein Schlüssel. Ich nehme ihn mir schon mal. Pam!
Das war easy. Und ja, das war der Farmer. Ist das dein Vater oder? Ja, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall erstmal Dance Party. Ja, das muss sein. Ich finde das Spiel lustig. Aber ich weiß nicht, ob ich es Let's Playen würde. Ja, genau, das mache ich auch immer, nachdem ich einen Boss besiegt habe. Ich fange dann an zu tanzen. Aber seine Farm ist natürlich vollkommen zerstört. Außer einem. Ein Kolben hat überlebt. Beziehungsweise eine Maispflanze. Und schon ist er der beste Gärtner. Macht Sinn. Das war Kapitel 1. Weiter geht wahrscheinlich die Demo nicht. Wenn euch gefallen hat, ihr kennt den Drill. Ein Abo dalassen, ein Like dalassen, die Dinger nehmen und die Schlucht runterwerfen. Warte mal, ich demonstriere euch auch das, wie ihr das eben kurz machen könnt. Ihr lauft dann hier hin und dann macht ihr den. Nein, lasst das. Das haben die kleinen Tierchen nie verdient. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.